Lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über Jörg Kukies. Ja, den Namen braucht ihr euch nicht wirklich zu gewöhnen, aber er ist aktuell Bundesfinanzminister und hat da Christian Lindner beerbt. Warum das ein Thema ist und warum Kukies nun bei seinem ersten offiziellen SZ-Wirtschaftsgipfeltermin, also bei der Süddeutschen, seinen jetzigen Dienstherrn Olaf Scholz so brutal in die Pfanne gehauen hat, darüber reden wir jetzt. Ja, man soll es kaum glauben, Jörg Kukies ist mal gerade ein paar Tage im Amt und wurde jetzt schon dabei erwischt, dass er seinem Dienstherrn Olaf Scholz so richtig in die Breitseite geritten ist. Was hat er gemacht? Nun, er war ehrlich. Nun ist das etwas, was man in der aktuellen Regierung nicht unbedingt immer tun sollte, die Wahrheit zu sagen, denn das könnte dazu führen, dass man damit die Konstruktionen, die waghalsigen, an der Wahrheit manchmal etwas vorbeigehenden Konstruktionen unseres noch Bundeskanzlers ins Wanken bringt oder komplett zerstört. Und genau das ist passiert, denn Jörg Kukies wurde gefragt auf diesem Wirtschaftsgipfel der SZ, wann er denn von seiner Nominierung erfahren habe. Und er sagte dazu am Tag davor. Und das ist natürlich etwas, was ehrlich ist, das zeichnet Jörg Kukies in dem Fall aus, der ja übrigens Staatssekretär im Bundeskanzleramt war und damit sozusagen einer der Bodyguards des Olaf Scholz. Das heißt, man müsste normalerweise wissen, wie der kleine Mann im Bundeskanzleramt so agiert und dass es mit der Wahrheit nicht so oberste Kanzlerspflicht ist. Und was ist die dramatische Situation daran? Es ist doch harmlos, wenn er sagt, dass er am Tag zuvor davon erfahren habe. Nun, die Geschichte im Ganzen ist ja die. Das Narrativ aufgebaut von Olaf Scholz ist ja folgendes. Er, der lösungsorientierte Kanzler, hat Christian Lindner in einer gemeinsamen, produktiv organisiert, strukturiert und durchgeführten Besprechung gebeten, doch die Schuldenbremse zu lockern und weitere Milliarden zur Verfügung zu stellen, damit er den Hilfsbedürftigen, den Armen und den Schwachen unter die Arme greifen kann. Ja, so hat er es erzählt bei Karin Mioska und auch in jeder andere Kamera, die auf ihn gerichtet war in diesen Tagen. Olaf Scholz wurde damit konfrontiert, dass Christian Lindner genau das alles nicht gemacht hat. Er hat sich stur gestellt, er hat verweigert und daraufhin, in diesem Augenblick der dramatischen Entscheidung, blieb Olaf Scholz nur noch eine Chance. Er musste Christian Lindner, den sich weigernden Bundesfinanzminister, demissionieren. Er musste ihn hinauskomplimentieren zum Wohle der Bundesrepublik Deutschland. Er hatte gar keine andere Wahl. Er musste reagieren. Ja. Soweit die Geschichte von Olaf Scholz. Schon damals trat ihm Christian Lindner entgegen und meinte, das sei von langer Hand vorbereitet gewesen, denn oh Wunder, es hätte eine Rede gegeben, die schon auf dem Teleprompter und in der neuzeitlich geprägten Pressearbeit sind die Teleprompter, diese beiden kleinen Glasscheiben, die kennt ihr, die rechts und links stehen, auf denen dann der Text zu lesen ist. Und die Echauffierung, dieser emotionale Ausritt unseres ansonsten doch etwas verkniffen wirkenden Kanzlers war abgelesen. Das heißt, irgendjemand muss die vorher geschrieben haben. Und wie lange die vorher geschrieben worden seien, das wissen wir jetzt, dank der Aussage von Jörg Kukies. Denn offensichtlich war die ganze Sache eine Inszenierung des Bundeskanzlers, der keine andere Lösung mehr sah, als die FDP aus der Ampel hinaus zu komplimentieren und jetzt sein Ding zu machen, als er keine andere Ausrede mehr hatte, keine anderen Auswege mehr sah. Und fassen wir es nochmal zusammen. Das Recht hat er. Er darf selbstverständlich seinen Finanzminister, den er sich da selber sozusagen ans Bein genagelt hat im Rahmen der Koalition, den darf er vorschlagen, dass der Bundespräsident ihn dann eliminiert oder aus dem Amt hinaus komplimentiert. Das hat er, das Recht. Aber dann soll er es doch wenigstens sagen und so viele Eier haben wie Olaf, nein, der heißt Oliver, das ist der Olaf. Also wie Oliver Kahn damals gemeint hat, Eier haben, machen. Aber dieses Standing hat nur ein großer Mann und kein so kleiner. Und ja, ich glaube,
dass wir an der Stelle an die Grenzen des Charakters von Olaf Scholz stoßen. Anstatt Farbe zu bekennen und einen Schritt zu machen, sieht er sich als Opfer der Umstände, der keine andere Wahl hatte. Schön ist jetzt, dass der neue Finanzminister Jörg Kukies hier wenigstens sich so ehrlich gemacht hat, dass er uns diese Hintergrundinformationen gegeben hat. Nun, er hat seinen unbedachten Versprecher offenbar bemerkt, denn der Bundeskanzler hat ihm offensichtlich zu früh gesagt, dass er der neue Finanzminister werden würde. Und das widersprach eben der Presseerklärung. Den Fauxpas hat übrigens Jörg Kukies gemerkt und hat versucht, sich nachher noch rauszureden. Aber da war der Geist schon aus der Flasche. Und für uns ist es wiederum ein Zeichen, dass Olaf Scholz alles ist, aber kein sauberer, integrer Politiker, wobei das in sich ja schon schwierig wird, denn das findet man heute nur noch extrem selten. Apropos saubere, integre Politiker, auch da muss man jetzt vorsichtig sein, wer glaubt, dass Friedrich Merz der Weisheitsletzter Schluss ist, denn wir werden uns auch heute noch in einem anderen Beitrag, deswegen abonniert jetzt diesen Kanal, werden wir uns damit beschäftigen, dass Friedrich Merz hier eine hybride Kriegsführung an den Tag legt, denn er bastelt im Hintergrund jetzt schon an einer großen Koalition und macht gleichzeitig Christian Lindner, wir erinnern uns, der frisch geschasste ehemalige Finanzminister, der mit seiner FDP gerade so die 5%-Hürde wieder zu knacken scheint. Ja, er macht ihm wieder Hoffnung, dass wenn die FDP fleißig genug ist und genügend Punkte sammelt, sie mit in der engeren Auswahl als Koalitionspartner sein. Gleichzeitig sagt er wiederum heute, ja, die CDU ist ja schon zu zweit, gemeint ist der Juniorpartner CSU und dann würde ein weiterer Partner reichen, das wird sonst zu schwierig. Das bedeutet, wenn die SPD nicht spurt, dann gibt es nicht das, was man große Koalition nennt, wobei die SPD keine große Partei mehr ist. Sie war vielleicht mal groß, ist mittlerweile aber nur noch eine Randnotiz der deutschen politischen Landschaft. Und auf der anderen Seite rechnet er unter Umständen damit, sollte es ein Wunder geben und die FDP genügend Stimmen auf sich vereinbaren, dass es zu einer schwarz-gelben Koalition reicht. Also er kuschelt und klüngelt mit allen, wobei er eins macht, er erklärt den Wählern der AfD sozusagen den Krieg und sagt, wenn ihr die AfD wählt, dann ist eure Stimme verloren, weil mit denen werden wir nicht in irgendeiner Art und Weise koalieren, also wählt direkt die CDU, setzt also den AfD-Wählern ziemlich dreist die Pistole auf die Brust. Aber darüber reden wir in einem anderen, durchaus sehenswerten Video, wenn es darum geht, dass wir Friedrich Merz mal ein wenig auf den Zahn fühlen, denn auch da, wenn wir eben über Heilige gesprochen haben, ist es so, während Lindner ein fast Scheintoter war, ist Friedrich Merz ein gesichert Scheinheiliger. In diesem Sinne, wir bleiben für euch da dran und schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von diesem Baron Münchhausen aka Olaf Scholz haltet. Und wenn ihr schon da unten seid, abonniert diesen Kanal. Wir sind auf dem Weg zu den 20.000 und spätestens bis zur Vertrauensfrage wollen wir die 20.000 Abonnenten geknackt haben. Kostet euch nichts, bringt uns sehr viel. Also rein abonnieren. Vielen Dank und bis nachher.